Michaela Buttgar ist sofort nach dem Anruf der Rechtsanwältin zu ihrer Schwester gefahren. Die 40-Jährige macht sich große Sorgen um Silke und würde sie am liebsten mit zu sich nach Hause nehmen, damit sie nicht mehr unter dem Einfluss ihres brutalen Mannes steht. Sag mal, Silke, was ist hier eigentlich los? Die Anwältin hat mich angerufen. Du warst immer noch nicht bei der Polizei und du hast auch immer noch keinen Attest vom Arzt geholt? Silke, nicht so laut bitte. Lutz ist wieder zu Hause und er hat sich gerade erst hingelegt. Du deckst dieses brutale Dreckschwein immer noch? Sag mal, was muss denn noch passieren, bevor dir endlich die Augen geöffnet werden? Weißt du was? Ich komme jetzt mal rein, dann rede ich mal mit Lutz. Und dann wirst du in der Zwischenzeit ein paar Sachen packen und dann fahren wir direkt zu mir. Michaela, das geht doch nicht. Doch, natürlich geht das. Nein, und ich glaube, es ist auch besser, wenn du jetzt gehst. Ich werde ganz sicher nicht gehen, zumindest nicht ohne dich. Psst, wenn Lutz jetzt wach wird, Michaela. Ich bin jetzt schon wieder hier los. Wer ist denn hier? Ach, meine liebe Schwägerin. Was gibt's denn zu besprechen, ne? Ich wollte Silke nur mal klar machen, dass es besser ist, wenn sie bei der Polizei sagt, was wirklich passiert ist. Was weißt du denn schon? Die Wahrheit ist, dass Silke mich angegriffen hat. Du weißt genau, dass das nicht wahr ist. Du bist ein brutales Dreckschwein. Und wenn hier nicht bald jemand handelt, dann wird hier noch ein Unglück passieren. Und das werde ich unter Garantie nicht zulassen. Lutz, bitte! Ach, Lutz. Howard! Genau das habe ich jetzt noch gebraucht. Dann gibt es nämlich noch mehr Beweise. Lutz, bitte! Pass mal auf. Und du bringst Paul nach Hause. Ja, ich möchte nicht, dass er noch eine Nacht länger bei dir ist. Du wirst den Jungen ganz sicher nie wieder an deine Finger bekommen. Und wenn du meiner Schwester noch einmal ein Haar krümmst, dann wirst du das bitter bereuen. Das werden wir ja sehen, ja. Und das, was heute hier passiert ist, das wird ein Nachspiel haben. Ich werde sofort zur Polizei gehen und dann zeige ich dich an. Ach, Nachspiel, verschwinde hier, ey. Echt. Du bleibst hier. Bleib hier, Silke. Michaela, warte. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst Lutz nicht anzeigen. Silke, natürlich kann ich ihn anzeigen. Er ist ein brutaler Schläger. Sag mal, wie oft willst du dich eigentlich noch von ihm schlagen und demütigen lassen, bevor du endlich anfängst zu handeln? Michaela, du machst doch alles nur noch viel schlimmer dann. Vielleicht hat er doch jetzt gemerkt, dass das alles so nicht weitergehen kann. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Er wird immer aggressiver. Jetzt hat er sogar schon mich angegriffen. Überleg doch mal, wenn du Lutz jetzt anzeigst, dann geht meine ganze Familie den Bach hinunter. Und ich will nicht mehr alleine sein. Und denk doch auch mal an Paul. Der braucht doch seinen Vater. Ich denk die ganze Zeit an Paul. So, auf so einen Psychopathen kann Paul getrost verzichten. Michaela, ich weiß, Lutz wirkt oft sehr aufbrausend und so. Aber es ist gar nicht so schlimm, wie es immer aussieht. Silke. Das hast du jetzt doch nicht ernst gemeint, oder? Lutz hat mich gerade angegriffen. Und das war nicht schlimm? Überleg doch mal, wenn du ihn anzeigst, dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Möchtest du das? Silke, ich verstehe dich nicht. Wenn du nicht handelst, dann tue ich es. Wie sehr hat dieses Schwein meine Schwester eigentlich im Griff? Die merkt überhaupt nicht, in was für einer Situation sie ist. Sie hält immer noch an dieser Familie fest, die überhaupt gar keine Familie mehr ist. Kriegt die überhaupt noch irgendwas mit? Da muss jetzt was passieren. Ich werde sofort meine Anwältin anrufen, bevor Silke oder Paul noch irgendwas Schlimmeres passiert. In Berlin hat Michaela Buttgar Rechtsanwältin Alisa Valjulova alarmiert, weil ihre jüngere Schwester Silke nicht von ihrem prügelnden Ehemann loskommt. Das Maß ist für die 40-Jährige jetzt endgültig voll. Denn vor wenigen Stunden hat Lutz Graf auch die Hand gegen sie erhoben. Sichtlich mitgenommen, schildert Michaela der Anwältin den brutalen Angriff ihres Schwagers. Ja, das war echt unglaublich. Aus dem Nichts heraus hat Lutz mich plötzlich angegriffen. Er hat mich gegen die Wand gedrückt und dann hat er angefangen, mich zu würgen. Irgendjemand muss diesem Mann doch mal Grenzen aufzeigen. Wenn ich ihm nicht klargemacht hätte, dass ich mit Würgemalen am Hals zur Polizei gehen kann und ihn anzeigen kann, dann hätte er überhaupt nicht mehr von mir abgelassen. Der Mann ist doch zu allem fähig. Sie müssen gegen ihn was unternehmen, so schnell wie möglich. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Wir werden auf jeden Fall was unternehmen. Wir gehen auch zur Polizei und wir werden auch Strafanzeige erstatten. Aber Sie müssen sich das mal so vorstellen. Ich glaube Ihnen auf jeden Fall. Aber wenn wir zur Polizei gehen und erstmal Strafanzeige gegen Herrn Graf erstatten, dann gehen die zu ihm und befragen ihn zu dem Vorfall. Und was wird er machen? Er wird ja nicht zugeben, dass er sie gewürgt hat. Ja? Und dann steht das Aussage gegen Aussage. Und damit überhaupt weiter ermittelt werden kann, müssen wir natürlich weitere Anhaltspunkte haben. Wir haben keine Zeugen und ihre Schwester wird mit Sicherheit nicht gegen ihn aussagen. Ja, das glaube ich auch nicht. Ja. Wollen Sie was zu trinken haben? Gerne. Ein Glas Wasser? Ja, gerne. Okay. Ich kann Silke in der Hinsicht überhaupt kein bisschen verstehen. Ich verstehe nicht, warum sie diesen Mann nicht endlich verlässt. Dankeschön. Ja. Sie sagt, sie hat Angst, dass dann ihre Familie kaputt geht. Aber ich frage sie, das ist doch keine Familie, oder? Silke ist einfach völlig blind.
Ja, aber ihre Schwester ist da wirklich nicht die Einzige, der das so geht. Ich meine, die glauben immer daran, dass die Männer sich doch eines Tages ändern werden, dass es das letzte Mal gewesen ist, dass sie sie geschlagen haben. Und leider ist es natürlich auch viel, viel schwieriger für die Frauen, wenn Kinder im Spiel sind. Ja, das ist genau der nächste Punkt. Was meinen Sie? Lutz möchte, dass Paul wieder nach Hause kommt. Eigentlich war geplant, dass Paul erst mal ein paar Tage bei mir unterkommt. Ja. Aber jetzt fordert Lutz, dass Silke ihn heute direkt nach Hause bringt. Und ich habe einfach Angst um meinen Neffen. Na klar, der darf auf gar keinen Fall wieder nach Hause. Ich meine, Herr Graf will ihn einfach nur dort haben, weil er ihn dann als Druckmittel gegen ihre Schwester benutzen kann. Ich meine, ich könnte Silke und den Jungen auf jeden Fall in einem Frauenhaus unterbringen. Dann wären die beiden wenigstens in Sicherheit. Damit wird sich Silke niemals einverstanden erklären. Ich habe ihr das auch schon mal vorgeschlagen, als sie wieder mal mit blauen Flecken nach Hause kam. Mhm. Da hat sie sofort abgewehrt. Kann ihre Schwester vielleicht mit dem Jungen bei einer Freundin von ihnen unterkommen, damit sie zumindest jetzt vor Herrn Graf irgendwo sicher wären? Ja, da würde mir direkt jemand einfallen. Ich rufe meine Freundin direkt mal an, ja? Machen Sie das von unterwegs, wir fahren am besten direkt los, ja? Okay. Ich hole kurz meine Jacke. Ich mache mir große Sorgen um meine Mandantin. Denn wenn ihr Ehemann jetzt schon seine Schwägerin angreift, dann sind bei ihm wohl alle Hemmungen gefallen. Ich muss meine Mandantin jetzt unbedingt in Sicherheit bringen. Und ich hoffe sehr, dass sie sich darauf einlässt und ihren gewaltbereiten Ehemann nicht schon wieder verteidigen wird. Keine halbe Stunde später treffen die beiden Frauen bei Silke Graf ein. Michaela hat inzwischen tatsächlich eine Unterkunft für ihre Schwester und deren Sohn gefunden. Doch die schwierigste Aufgabe kommt erst noch. Denn Rechtsanwältin Alisa Valjulova muss ihre Mandantin davon überzeugen, ihren gewalttätigen Ehemann zu verlassen. Hallo. Können wir reinkommen? Ja, aber schnell. Lutz ist gerade nicht da. Okay. Hallo. Hallo. Ja, Lutz ist noch bei der Nachuntersuchung wegen der Fingerstich von mir. Das passt uns ganz gut. Wir wollten uns sowieso mit Ihnen in Ruhe unterhalten. Ich glaube, da gibt's nichts zu unterhalten. Ich weiß, dass meine Schwester Lutz anzeigen will. Und ich habe dazu auch echt nichts weiter zu sagen. Ja, aber darum geht's gar nicht, ehrlich gesagt. Was wir uns überlegt haben, wäre, dass Sie und Ihr Junge jetzt für ein paar Tage erstmal bei einer Freundin von Michaela unterkommen. Und am besten jetzt sofort, sodass Ihr Mann auch nicht rausfinden kann, wo Sie sich aufhalten. Wie? Ich kann doch meinen Mann nicht einfach verlassen. Was heißt denn? Sie müssen sogar. Ich meine, schauen Sie sich doch an. Was muss passieren, damit Sie Ihren Mann endlich verlassen? Das geht doch nicht. Silke, darf ich mal? Michaela, bitte. Ich meine, das sagt doch wohl alles. Ja, und das war bestimmt nicht das erste Mal, richtig? Und glauben Sie mir, das letzte Mal wird es auch nicht gewesen sein. Es gibt doch Gründe dafür, warum du wolltest, dass Paul bei mir übernachtet. Du hast doch selber Angst davor, dass dem Jungen was passieren könnte. Oder ist es nicht so? Ich wollte Paul heute eh bei dir abholen, weil Lutz ja gesagt hat, er soll wieder nach Hause kommen. Ja, aber bestimmt nicht, weil er ihn so lieb hat. Genau. Ich meine, er will den Jungen ja auch nur als Druckmittel benutzen, damit er sie noch mehr unter Kontrolle haben kann. Denken Sie doch mal darüber nach. Sie wohnen mit einem absolut gewalttätigen Mann zusammen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er Ihnen oder Paul etwas antut. Sie sitzen auf einem Pulverfass. Früher oder später wird es passieren. Dann werden Sie Ihren Jungen vielleicht noch in Notwehr verteidigen. Und Sie wissen ja, Widerstand bei Gewalttätern führt meist zu noch mehr Gewalt. Worauf warten Sie denn, dass er Sie oder Ihren Jungen totschlägt? Aber er liebt doch Paul auch und ich weiß nicht. Silke, bitte. Du weißt doch selber, dass irgendwas passieren muss. Wir beide sind heute hierher gekommen, um dir zu helfen, damit du endlich hier rauskommst. Bitte, Silke, komm mit. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es besser, wenn ich erst mal ein paar Tage Abstand von Lutz nehme. Ja, absolut. Und Sie müssen das nicht alleine machen. Wir sind an Ihrer Seite. Wir machen das mit Ihnen zusammen durch, okay? Okay. Packen Sie ein paar Sachen zusammen und wir bringen Sie sofort weg, okay? Okay. Also. Okay, machen wir. Ich versuche inzwischen mal, Paul anzurufen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen beim Packen? Nee, schon okay, danke. Okay. Wir müssen uns beeilen, wenn er jetzt kommt, der flippt aus. Paul geht nicht ran. Er ist doch gerade auf dem Weg zum Training. Das kann doch nicht sein. Das ist nicht, bitte weiter. Kein Problem. Beeilen Sie sich lieber. Wir rufen ihn aus dem Auto an. Das ist ja gar kein Problem. Okay, das reicht erstmal. Ich bin einfach nur froh, dass wir meine Schwester überzeugen konnten, erstmal zu verschwinden. Hauptsache, die ist hier raus. Alles andere kriegen wir dann schon hin. Kommen Sie, beeilen Sie sich. Da vorne, der zweite Wagen gleich, ja? Hier. Gehen Sie schnell rein, das ist Lutz. Was soll der Scheiß? Silke! Komm sofort da raus! Silke! Komm raus!
du wirst Silke nicht wiedersehen. Sie wird dich endgültig verlassen. Und für das, was du ihr angetan hast, wirst du im Knast schmoren. Was fällt Ihnen eigentlich ein, mir meine Frau wegzunehmen? Ich mach den Kopf kürzer. Ich nehme Ihre Frau doch nicht weg. Sehen Sie nicht, dass Sie selbst daran schuld sind, dass sie weg ist? Und schauen Sie, wenn Sie mich jetzt bedrohen oder anfassen, dann haben Sie vielleicht Ihre Frau unter Kontrolle und die wird nicht gegen Sie aussagen. Aber Ihre Schwägerin schon. Also Sie beruhigen sich jetzt am besten und lassen uns fahren. Silke, mach dich fertig. Schwinde endlich, hau ab. Früher oder später kommst du wieder zu mir zurück. Das sag ich dir. Du kannst gar nicht ohne mich. Das wird sie nicht. Die Tatsache, dass Lutz Graf im Beisein von Zeugen die Kontrolle über sich verloren hat, spielt der Anwältin in die Karten. Doch obwohl ihre Mandantin nun erst einmal in Sicherheit vor ihrem brutalen Ehemann ist, ist Silke extrem angespannt. Denn sie macht sich wahnsinnige Sorgen um ihren Sohn Paul, weil der 14-Jährige nicht ans Handy geht. Jetzt beruhig dich doch mal. Wir gehen jetzt erstmal zu meiner Freundin und es wird schon alles gut, versprochen. Mann, ich muss Paul doch aber irgendwie Bescheid sagen, was los ist. Was ist, wenn Lutz jetzt doch ihm irgendwas tut, um sich an mir zu rächen? Aber weißt du, das eilt doch nicht. Er ist doch jetzt beim Fußballspielen. Und du wolltest ihn doch erst in einer Stunde abholen. Ja, und was ist, wenn Lutz jetzt aber irgendwie zum Training hinfährt oder sowas und Paul abfängt? Ne, Sie haben doch gesehen, dass Lutz zu Hause ist und Ihr Sohn ist beim Training. Das ist der einzige Grund, warum er jetzt auch nicht rangeht. Sie machen sich zu viele Sorgen. Das ist mir nichts. Ich habe totale Angst, dass er ihm irgendwas tut oder so. Okay, dann ändern wir jetzt einfach unseren Plan. Wir fahren jetzt zuerst Ihren Jungen abholen und dann kommen wir nochmal wieder, okay? Okay, ja, das wäre gut. Sie sagen mir einfach, wo wir lang fahren müssen. Würde Lutz Graf seinem Stiefsohn tatsächlich etwas antun? Eine Viertelstunde später erreichen die drei Frauen das Gelände von Pauls Fußballverein, wo er eigentlich heute Training hat. Hallo, Herr Lohmann. Hallo, Frau Graf. Ich muss Paul leider mitnehmen, der kann nicht weiter trainieren. Wie? Der ist doch schon weg. Wie, der ist schon weg? Ist doch aber Training jetzt. Na, der meint, er wollte zu Ihnen, er wollte Ihnen bei irgendetwas helfen. Das war ganz aufgelöst. Wann ist er denn gegangen? Das ist schon eine Viertelstunde, 20 Minuten ist das schon her. Und wie ist er gegangen? Ist er gelaufen? Naja, hat dann ganz schnell mit einem Kumpel gesprochen und hat halt sich das Fahrrad ausgeliehen und ist dann sofort aber auch weg. Okay, alles klar, danke schön, Herr Lohmann. Muss ich mir irgendwie Sorgen alles machen? Alles gut, wir kriegen das hin, wir finden ihn schon. Danke trotzdem, ja. Danke gleichfalls. Was machen wir denn jetzt? Hätte ich doch bloß nicht auf euch gehört und wäre mit euch mitgekommen, wenn der jetzt nach Hause kommt und Lutz ihn findet. Frau Graf, machen Sie sich jetzt bitte überhaupt keine Vorwürfe, okay? Es war genau die richtige Entscheidung, dass Sie Ihren Mann verlassen haben. Und Paul werden wir schon einholen. Ja, aber wir wissen doch auch gar nicht, wo lang er mit dem Fahrrad gefahren ist und... Was ist, wenn er jetzt Lutz in die Hände gerät? Wir werden ganz sofort zu Hause sein. Es wird ja nichts passieren. Anscheinend hat meine Mandantin erst jetzt verstanden, in welcher Gefahr sie sich die ganze Zeit über befunden hat. Jetzt, wo es um ihren Sohn geht. Ich hoffe sehr, dass wir nicht zu spät kommen. Jahren voller Gewalt hat sich Silke Graf auf Drängen ihrer Schwester und mit der tatkräftigen Hilfe von Anwältin Alisa Valjulova von ihrem brutalen Ehemann getrennt. Doch nun befürchtet sie, dass dieser aus Rache dem gemeinsamen Sohn Paul etwas angetan hat. Oh Gott, gehen Sie schnell. Hallo, Entschuldigung. Was ist hier passiert? Was ist los? Moment mal, wir waren hier gerade...
Lutz war in einer Sauna eingesperrt. Das war wie so ein Überfall oder was irgendwas. Ist so richtig. Ich bin die Rechtsanwältin. Die Rechtsanwältin. Und wo ist Paul? Wo ist mein Sohn? Du, ich weiß nicht. Ich guck mal, ob Anna was weiß. Ja. Ja. Ich guck mal. Oh nein. Um Gottes Willen. Oh, Paul. Oh, warum ist denn da ein Krankenwagen? Mama? Oh. Alles okay mit dir? Ja, bei dir auch alles okay? Ja, klar. Ich hab mir so eine Sorgen gemacht. Was ist denn hier los? Was ist denn mit Lutz passiert? Er ist versucht, mich umzubringen. Erst versuchst du mich abzustechen, dann sperrst du mich in eine Sauna ein. Wäre der Nachbar nicht gekommen, wäre ich längst tot. Ja, Moment, Herr Graf, bei allem Respekt. Meine Mandantin, Frau Graf, Ihre Ehefrau, war die komplette letzte Stunde bei mir. Sie hat ein Alibi, sie kann es nicht gewesen sein. Alibi? Wenn sie es nicht war, dann war es ihr missratener Bengel. Bloß nur so über Paul zu reden. Ja, Lutz, halt bloß die Klappe. Schade, dass du davon gekommen bist. Hättest verdient zu sterben. Dann wären wir nicht endlich los gewesen. Hättest du meine Mutter nicht mehr schlagen können. Moment, Moment. Das hört sich ja ganz an einem Geständnis an, oder wie soll ich das verstehen? Nein, Quatsch, das ist doch kein Geständnis. Er ist einfach wütend. Er war doch auf dem Sportplatz. Wir waren selbst gerade da, um ihn abzuholen, aber er ist mit dem Fahrrad vorgefahren. Wir sind zeitgleich angekommen. Das kann der Trainer auf jeden Fall auch bestätigen. Ach, der Bengel war's! Moment einmal, ja, immer mit der Ruhe. Ihnen scheint es ja wohl auch wieder besser zu gehen. Und Sie, nur weil Sie Anwältin sind, glauben Sie, dass dem Fußballtrainer, dass er sagt, der Paul war schon vorher weg. Woher wollen Sie denn wissen, dass er auf dem Sportplatz war? Der nur weil Trainer Sie es sagen? Gesagt. Ja, nur weil der Trainer das auch und Ihnen sagt. Und er hat sagt. Das Fahrrad von einem der Kumpels. Ist ja richtig, aber wir müssen das erstmal nachprüfen. Wir können okay. Ja nicht allen Leuten alles glauben, gut. Die einfach uns irgendwas sagen. Nein, nein, das verstehe ich. Und für uns ist er erstmal verdächtig. Und genau deswegen werden wir Paul auch jetzt mal mitnehmen Ach. Und auf der Wache verhören. Was? Nee, genau. Nein, Paul würde sowas niemals tun. Nein, doch. Dann nehmen Sie ihn ruhig mit. Moment. Das alles kommt in Ordnung. Ich komme gleich zur Wache und tu mir bitte den Gefallen und sag überhaupt nichts, bis ich da bin, ja? Okay. Ja, alles wird gut. Okay, ich habe aber nichts gemacht. Ich weiß, ich glaube dir das. Warten Sie bitte. Alles Lassen Sie mal den Jungen bitte los. Wer sind Paul. Sie denn? Halt, wer sind Sie denn? Ich bin die Nachbarin hier, Frau Winkler. Paul, ich will dir helfen. Der Junge ist wirklich unschuldig. Das ist die Wahrheit. Und woher wollen Sie das wissen, dass es die Wahrheit ist? Nur weil Sie die Nachbarin sind? Ich hab den Lutz da eingesperrt in die Gartensauna. Moment. Bevor Sie weiterreden, weise ich Sie vorsorglich darauf hin. Sie bezichtigen sich hier einer Straftat, ja? Ist Ihnen das bewusst? Ja, das ist mir bewusst. Was sollte ich denn machen? Ich wusste doch, dass der Lutz die Silke schlägt. Das habe ich die ganze Zeit schon mit angesehen. Aber woher denn? Ich habe dir das doch nie erzählt. Das musst du auch nicht. Da musst du auch gar nichts sagen. Mein eigener Vater, meine Mutter und mich immer gehauen. Und Sie nehmen billig in Kauf, dass dieser Mann dort stirbt. Ja, ich musste doch irgendwas tun. Wie ich dich gesehen habe mit der Scherbe und mit dem Blut, da ist alles wieder hochgekommen. Also entschuldigen Sie bitte, aber da gibt es doch 1000 Möglichkeiten, da irgendwie einzugreifen. Aber da müssen Sie sich doch nicht auch eine Straftat begehen. Wieso haben Sie denn erst jetzt irgendetwas unternommen? Ich habe nur gesehen, wie der am Auto da seinen Ausraster bekommen hat und habe gedacht, der tut noch irgendwann was Schlimmes oder bringt noch jemanden um. Und dann habe ich gesehen, wie er in die Sauna läuft und bin hinterher. Und habe gedacht, jetzt oder nie. Sollte ich das zulassen? Ich habe jetzt genug gehört, ja. Ich denke auch, Paul, bleib mal so. Frau Winkler, Sie kommen jetzt natürlich mit uns mit hier, ja? Ja, ich nehme jetzt wobei ich natürlich sagen möchte, wenn Sie rechtlichen Beistand brauchen, bin ich gern für Sie da. Wenn Sie möchten, komme ich gleich auf die Wache nach, ja? Ja, bitte, das wäre schön. Unbedingt, ja. Also, tut mir leid, ich musste doch irgendwas tun, Silke. Sei mir nicht böse. Gut, kommen Sie jetzt bitte mit. Silke ist fertig mit den Nerven und weiß nicht, wie es nun weitergehen soll. Doch ihre Anwältin ist sicher, dass das Schlimmste überstanden ist. Allerdings nicht für die Täterin. Auf die Nachbarin Frau Winkler wird jetzt wohl eine Anklage wegen versuchten Mordes zukommen. Aber ich hoffe sehr, dass ihr umgehendes und vor allem ihr umfassendes Geständnis sich auf jeden Fall strafmildernd auswirken wird. Alles okay, Paul? Ja. Alles okay. Mhm. Ich würde gerne noch was meinem Mann sagen. Ja, sind Sie da ganz sicher? Ja. Haben Sie da eine Entscheidung getroffen? Ja, auf jeden Fall. Das finde ich toll. Ich komme mit dir. Ja. Ich würde gerne meinem Mann noch was sagen, bitte. Ja, bitte. Na, würdest du dich bei mir entschuldigen? Wofür sollte ich mich denn entschuldigen, bitte? Du kannst, wenn du aus dem Krankenhaus kommst, deine gepackten Sachen hier vorne abholen. Du brauchst dich hier nie wieder blicken lassen. Du kannst dir eine neue Wohnung suchen. Das wirst du dir noch anders überlegen. Denk dran, was ich dir gesagt habe. Mit mir legst du dich nicht an. Du nicht. Was du nicht? Was muss denn noch passieren, dass Sie verstehen, dass Sie sich Ihre Drohungen ab sofort wirklich sparen können? Ja. Sie haben, Frau Graf, mehrmals geschlagen. Sie haben sie körperlich misshandelt. Sie haben sie gewürgt. Und das Gleiche haben Sie dann auch noch mit Ihrer Schwester gemacht. Ja, und das werde ich auch bei der Polizei so aussagen. Ach du. Sie haben sich strafbar gemacht. Ich werde Sie wegen gefährlicher Körperverletzung ebenfalls anzeigen. Und dann haben Sie hinter Gitter genug Zeit, darüber nachzudenken. Wie will für Anwältin denn das beweisen, ne? Na, machen Sie sich darüber mal keine Sorgen. Damit hatte ich bisher noch nie ein Problem. Ach. Außerdem werde ich gegen dich aussagen, Lutz. Ich lasse mich nicht mehr von dir einschüchtern. Du wirst schon deine gerechte Strafe bekommen. Ach du hast dein ganzes Leben nicht geredet. Das wirst du jetzt auch nicht.
Das wird sie. Jetzt hat sie ja mich. Und Sie werden hinter Gitter verschwinden. Du wirst sie können gar ihr nicht sagen. Mehr drohen. Das machst du nicht. Das wirst du sehen. Das müssen Sie sich gar nicht mehr anhören. Am besten gehen Sie in Ihr Haus wieder zurück, ja? Paul, ich glaube, alles ist gesagt hier an dieser Stelle. Ach, fahrt zur Hölle, echt, alle! Und Ihnen gute Besserung, wa? Ich bin so froh, dass meine Mandantin sich dazu entschlossen hat, gegen ihren Mann auszusagen und endlich aus dieser Gewaltspirale auszubrechen. Das ist der erste Schritt in ein neues Leben und ich werde sie dabei auf jeden Fall unterstützen. Let's go! Sechs Wochen nach den schrecklichen Ereignissen ist in der Familie wieder etwas Ruhe eingekehrt. Vorbei sind die Zeiten, in denen Silke Graf mit Sohn Paul in Angst vor ihrem gewalttätigen Ehemann leben mussten. Heute feuert die mittlerweile Alleinerziehende den 14-Jährigen beim Fußball an und freut sich, dass sogar ihre Schwester Michaela mit von der Partie ist. Und? Gibt es ja auch ein paar nette Mädels ab und zu so am Fußballplatz? Nein, die typischen Fußballmöglichkeiten. Halt. Ich dachte eher so, nicht immer zu faul. Nee, aber ab und zu sind hier mal Footballer und dann sind hier Schiedsrichter. Vielleicht kann er sich wieder. Wer weiß. Ja, da hat er noch ein bisschen Zeit mit, oder? Ja. Ja! So will ich das sehen! Super! Yay! Yes! Mal, ey. Wie fröhlich er wirkt, oder? Er hat sich so verändert. Er wirkt einfach viel glücklicher jetzt. Das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich meine, das war auch echt eine schwere Zeit für ihn. Das hat ihn bestimmt viel mehr belastet, als du geglaubt hast. Ja. Oh. Er hat bestimmt noch öfter mal was von eurem Streit mitbekommen. Ja. Ich bin einfach so froh, dass dieser ganze Albtraum jetzt vorbei ist. Und ich hoffe, ich muss Lutz nie wiedersehen, ey. Und ich glaube, ohne dich und die Anwältin hätte ich das alles gar nicht geschafft. Wahrscheinlich wäre ich immer noch bei diesem Idioten und hätte mich weiter schlagen und unterdrücken lassen. Oder es wäre nachher noch was Schlimmeres passiert. Oder was mit Paul? Ist ja wohl selbstverständlich, dass man seiner kleinen Schwester hilft, oder? Danke schön. Ich hab dich lieb. Silke hat die Scheidung eingereicht und ihr Mann darf sich aufgrund einer einstweiligen Verfügung weder ihr noch ihrem Sohn nähern. Zudem muss er sich wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Anne Winkler wurde wegen versuchten Mordes zu einer achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.